Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und damit zum Start einer neuen Serie. Ihr habt es vielleicht in der Videobeschreibung, im Videotitel schon gelesen, Kluivert, Weg zur Ikone. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Natürlich denken sich die meisten, Kluivert ist ja schon eine Ikone, aber wir wollen den anderen Weg machen. Und zwar wollen wir starten mit seinem Sohn Justin Kluivert. Geboren am 5. Mai 1999, der Sohn von der Ikone Patrick Kluivert. Und mit dem wollen wir starten, wollen so eine Art Road to Glory aufziehen und wollen schlussendlich dann am Ende der Road to Glory, wenn möglich, den besten Patrick Kluivert, das jetzt nicht der ist, sondern der 91er in unserem Team haben. Das ist das Ziel, was wir für diese Road to Glory anstreben. Und was wollen wir auf jeden Fall noch machen in dieser Road to Glory? Es gibt einige Sachen, die ich hier in dieser Road to Glory beinhalten möchte. Und zwar zum einen wollen wir keine Weekend League spielen. Das ist mir ganz wichtig, weil natürlich ich euch einen guten Weg zeigen will, wie ihr möglichst viele Coins machen könnt, ohne besonders erfolgreich spielen zu müssen. Und da sich viele von euch, habe ich ja im neulichen Video mal gefragt, wer sich von euch alles für die Weekend League qualifiziert hat, haben die meisten gesagt, sie haben sich nicht für die Weekend League qualifiziert und deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir die Weekend League hier komplett raus, das soll hier wirklich keine Rolle spielen, dass das wirklich jeder machen kann, egal wie gut er ist oder wie schlecht er ist. Also da wollte ich euch wirklich keine Steine in den Weg legen. Und ja, das ist der erste Punkt, den wir hier beachten wollen bei dieser Road to Glory. Der andere ist, wir wollen handeln, wir wollen SBCs machen und wir wollen spielen. Und ja, Spiele natürlich, alles mögliche, Squad Battles wollen wir spielen, Online-Saison, vielleicht auch mal den Draft hin und wieder. Und dort eben versuchen, das meiste an Coins rauszuholen, um uns irgendwann den Traumspieler Patrick Kluivert zu holen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, wäre das Ziel der Serie. Und es kann natürlich sehr, sehr schnell gehen, je nachdem, ob wir Glück vielleicht haben mit unseren Packs aus den Squad Battles. Kann natürlich auch sehr, sehr lang dauern, weil er doch relativ teuer ist und ein sehr, sehr guter Spieler ist auf jeden Fall auch. Und ja, ich hoffe, wenn euch die Idee schon mal gefällt, würde ich mich auf jeden Fall immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst auf diesem Video, dass ich weiß, dass ihr das sehen möchtet. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn ihr da auch Interesse habt an dieser Serie. Wäre sehr, sehr cool. Und ja, was sind noch für Fragen zu klären? Es ist natürlich noch nicht alles ausgetüftelt bei dieser Serie, sondern ihr habt auch noch ein bisschen Recht mitzuentscheiden, wie das Ganze ablaufen wird. Und zwar, ihr seht ja, ich habe bisher nur den einen Spieler Justin Kluivert gekauft für 1000 Münzen und das restliche Team ist noch komplett leer. Wir haben ein kleines Starterbudget auf diesem Account. Das ist mein Account vom letzten Jahr, wo wir die Lewandowski Road to Glory gemacht haben. Hier haben wir 83.000 Coins jetzt zur Verfügung. Damit ist die Frage, was wir dort machen. Bauen wir entweder ein richtig, ein gutes, normales Gold-Team auf für zum Beispiel ein Eredivisie-Team um Justin Kluivert. Bauen wir ein sehr, sehr gutes Starter-Team für 80.000 zusammen. Oder ziehen wir Packs für diese Coins und nehmen die Spieler, die wir in den Packs ziehen, für unser Team. Das wäre natürlich dann, da würden wir dann auf jeden Fall mit einem sehr, sehr geringen Budget starten, müssten dann erstmal ein paar Spiele machen und könnten dann anschließend wirklich erst in SBCs oder so reinstarten. Andere Möglichkeit wäre natürlich, wie schon als erstes gesagt, wir starten mit einem sehr normalen Team, mit Non-Rare-Karten, mit einem sehr günstigen Team, was jetzt wahrscheinlich 10.000 oder so kosten wird, und stecken die restlichen 70.000, die wir schon haben, in SBCs und versuchen damit dann einzusteigen. Also das könnt ihr wirklich entscheiden. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare und ich werde dann auch hier oben eine Umfrage starten, wo ihr da abstimmen könnt, was ich hier machen soll. Lasst mich auf jeden Fall mal wissen. Und eine weitere Frage, die sich mir noch stellt, ist, wie viele Episoden soll ich von dieser Folge bringen pro Woche? Also wir können 1 bis 2 Videos pro Woche machen, wir können 3 Videos machen pro Woche, je nachdem, wie interessant ihr diese Serie findet, wie oft ihr sie sehen möchtet. Also lasst mich das auch gerne mal in einem Kommentar wissen. Wäre sehr, sehr geil von euch. Und ja, abschließend, was ich mir noch gedacht habe für das Team oder für die Teams, die wir um Justin Kluivert bauen, jetzt am Anfang, sollte auf jeden Fall immer 2 Spieler beinhalten, die bei den Vereinen gespielt haben oder spielen, wo Patrick Kluivert aktiv war. Und zwar sind das zum einen,
Ajax Amsterdam, natürlich der AC Milan, FC Barcelona, Newcastle können wir sogar verwenden, wir können Valencia verwenden, wir können PSV Eindhoven verwenden und wir können OSC Lille verwenden. Also wir haben eine relativ große Auswahl an Mannschaften, die wir natürlich dann auch in Ligen umwandeln können und dort zum Beispiel jetzt ein komplettes Ligue-1-Team bauen können, um Justin Kluivert, der natürlich dann relativ wenig Chemie hätte. Aber theoretisch wäre das dann möglich und wäre denkbar, für verschiedene Episoden dann auch verschiedene Teams in dieser Road to Glory einzubauen. Also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das findet, wie ihr die Idee findet und wie viele Episoden ihr natürlich sehen möchtet von dieser Folge, von dieser kleinen Serie, die ich für euch machen möchte. Und ja, natürlich werden auch weiterhin natürlich die SBCs kommen. Sobald sie rauskommen, werde ich da auf jeden Fall immer das Video bringen und für die Serie dann immer feste Tage festlegen, wann die kommt. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon soweit. Als kleine Einführung in die Serie, würde ich mal sagen. Also lasst mich gerne mal wissen, wie ich starten soll. Das liegt wirklich in eurer Hand. Ich werde es dann anhand der Umfrage entscheiden. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wäre sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein.